Ja, Freunde, die Kacke rund um Mois ist wieder am Dampfen bis zum geht nicht mehr. Und ich meine, er hat sein Ziel erreicht. Mittlerweile berichtet sogar RTL über ihn. Sie schreiben, Mois 33 war einst ein schillernder Internetstar mit Millionenreichweite. Dann folgte ein tiefer Fall. Mittlerweile bedroht er seine Ex-Frau in Livestreams. Tausende sehen dabei zu. Zudem hat er ja auch mehrere Accounts von sich verloren in Gesamthöhe von einigen Millionen Followern. Er wurde jetzt kürzlich erst, als er die Grenze zu Italien überschreiten wollte, festgenommen von der Polizei. Jedoch jetzt mittlerweile wieder freigelassen. Es laufen sehr viele Verfahren gegen ihn. Und ja, das Einzige, was ihn interessiert, ist es, gegen seine Ex zu schießen, die wohl angeblich mit San Diego durchgebrannt sein soll. Bevor wir aber anfangen, ganz kurz, San Diego hat sich wieder zu Wort gemeldet und schießt aufs Übelste gegen Mois. Was mischst du jetzt für Leute hier ein und was machst du hier für Themen auf? Wir haben damals schon alles klargestellt und bewiesen, du Junkie-Nuttensohn. Für dich braucht niemand einen Rücken, du Frauenschläger. Wenn du Hund etwas anderes behauptest, warum standest du dann damals dahinter? Bis jetzt hat sich noch niemand eingemischt, aber warte ab, du Hurensohn, Nuttensohn, Junkie-Bettler. Erzähl den Leuten lieber, wie dieses Foto zustande gekommen ist, wo du überall blasen musstest, um an diesem Tisch sitzen zu dürfen, du Hundesohn. Im Interview hast du noch gesagt, dass Salah ein Ehrenmann ist und dass du ihn liebst. Und weil er sich nicht an deine Seite gestellt hat, willst du jetzt von Italien aus bellen. Vergiss nicht, wo du deinen ersten Lohn in Deutschland nicht bekommen hast, sondern Schläge bekommen hast, hat Salah das mit einem Anruf für dich geholt. Da hast du noch seine Hand geküsst, vor 500 BBM-Fans, du Nuttensohn. Erzähl den Leuten lieber, in welches Nasenloch die Türkei Spenden gegangen sind, du Nuttensohn. Und so viel Schulden, wie du auf der Straße hast, wirst du in 1000 gefälschten Spendenaktionen nicht reinholen, du Hund. Gib dir eine Kugel, dann haben alle Ruhe von dir. Braunschläger. Kelp. Kelp in the mirror. Naja, jemandem den Tod zu wünschen, ob das so geil ist, aber gehen wir zum Hauptthema wieder rüber. Er will seine Kinder zurück, denn er hat mit dieser Ex zwei Kinder. Die Thematik ist zu durchwachsen, aber ich denke, die meisten von euch, die diesen Kanal von mir verfolgen, wissen, was da abgeht. Und naja, die Brüder von Mois wurden mit reingezogen in die ganze Thematik, denn die Ex von ihm hatte sich geäußert in einem langen Statement und ekelhaft und hart gegen die Familie von Mois geschossen, vor allem gegen die Mutter. Und in ihrem Statement wurde ein Bruder von Mois erwähnt, von dem ich nicht mal was wusste, und zwar der Adam. Und komischerweise war er der Einzige, über den sie gut gesprochen hat. Und genau dieser Adam ist jetzt gekommen und packt aus. Also es ist was passiert, womit ich niemals gerechnet hätte, weil man hat ihn noch nie in der Öffentlichkeit gesehen, zumindest ich nicht. Und man wusste noch nicht mal großartig was von ihm, zumindest ich nicht. Und falls ihr euch jetzt wundert, wo ich gerade bin, naja, ich befinde mich im Urlaub, habe dieses Video zugeschickt bekommen und dachte mir, ich äußere mich mal kurz dazu und höre mir an, was der Adam da zu sagen hat, denn es kann sehr, sehr interessant werden. Wird er Partei ergreifen für Anis, die so gut über ihn gesprochen hat, oder wird er seiner Familie den Rücken stärken, so wie es seine anderen beiden jüngeren Brüder gemacht haben? Ich weiß nicht genau, ob er der ältere Bruder ist oder Mois, aber das wird sich, denke ich, im Laufe des Videos schon noch herausstellen. Wir gönnen uns das Ganze auf entspannten zurücklehnenden Hasen. Let's go! Hallo, liebe Zuschauer. Heute muss ich leider über ein sehr sensibles Thema sprechen. Und ich hoffe, die Person, um der es heute geht, weiß, dass wenn man über sie solche Lügen verbreiten würde, dass ich genauso für sie da wäre, wie ich jetzt gerade für meine Familie da bin. In diesem Ausschnitt werde ich kurz über die Videos reden, die Anis auf ihren Instagram-Account gepostet hat. Ob gelogen oder nicht, sehe ich den Grund und Wert von ihren Videos überhaupt nicht. Sie verbringt einen Großteil von ihren Videos damit, mit Geistern zu kämpfen. Menschen, über die sie schlecht redet, haben sie eigentlich verteidigt. Und Menschen, über die sie gut redet, waren hinter ihren Rücken schrecklich zu ihr. Aber sowas ist wohl normal in ihrem Umkreis. Das wundert mich jetzt kein Stück. Das arme Mädchen, was von ihrer perfekten Familie gerissen wurde. Du weißt ganz genau, man könnte ein dreistündiges Freestyle-Rap machen und schlechte Sachen über deine Familie sagen. Bruder, allein der Anfang ist schon hart. Ja, nee, sie hat nur gut über ihn geredet. Wo ich dachte, was ist das für ein Engel? Was muss das für ein krasser Typ sein, dass er so einen Eindruck bei ihr hinterlassen hat? Diejenige, die so schlecht über die restliche Familie von Mois am Sprechen ist. Und ihr merkt, direkt am Anfang weist er sie zurück in ihre Schranken. Er ist für seine Familie da. Hören wir mal weiter. Sorge, ich bin nicht hier, um auf dein Level zu sinken und ich werde nichts Schlechtes über deine Familie sagen. Viele der Sachen, über die du redest, haben rein gar nichts im Internet verloren. Aber Affen werden tun, was sie am liebsten tun, Hass verbreiten und lästern. Scheint wohl eure Nummer 1 Lieblingsbeschäftigung zu sein. Ich muss sie nun aber auch kurz verteidigen und sagen, dass ich schon immer Mitleid mit ihr hatte. Keine Frau hat es verdient, so angelogen zu werden wie sie. Und Anis, wenn du das Video hier siehst, dann weißt du, wovon ich rede. Soweit ich weiß, hat dich damals mein großer Bruder immer geliebt, aber so wie ich sagte, ist er ein dreckiger Lügner. Er hat dir vieles verheimlicht und man kann keine gesunde Beziehung auf Lügen aufbauen. Okay, da muss ich meine Aussage von vorhin revidieren. Mois scheint doch der Älteste zu sein. Das heißt, Adam ist höchstwahrscheinlich zwischen Mois und Abu Julo, der zweitälteste Sohn. Doch das rechtfertigt leider dein Benehmen überhaupt nicht. Das hat nichts mit mir, meinen zwei kleinen Brüdern oder meinen Eltern zu tun. Du bist eine erwachsene Frau und das sind Sachen, die du mit deinem Mann bzw. Ex-Mann klären hätte, solltest und immer noch musst.
Gleich nachdem das Geld nicht mehr gepasst hat, hat absolut jeder Mensch in seinem Umkreis einen Gedankenblitz bekommen und realisiert, wie schrecklich er ist, wie passend. Aber bei dir war es doch schon ein bisschen anders. Du wolltest von Anfang an weg und hast dich aber leider von ihm oft überreden lassen zu bleiben, weil er dir oft materielle Sachen versprochen hat. Er baut seine Beziehung mit dir mit Lügen auf und du baust deine Beziehung mit ihm mit Hoffnung auf sehr viel Geld auf. Und solche gehirnlosen Aktionen, die du immer vorführst, haben leider im Leben oft Konsequenzen, was du jetzt wahrscheinlich auch spürst. Immer wenn ich dich angerufen habe und dir geschrieben habe, habe ich mir wirklich um dich Sorgen gemacht und ich habe dich gefragt, ob alles okay ist. Leider aber hast du mir nie erzählt, dass du geschlagen wurdest. Es gibt nur sehr wenige Sachen, über die ich im Leben keine Witze mache. Ich bin generell ein Mensch, der versucht, über alles zu lachen. Aber Frauen schlagen ist etwas, was ich überhaupt nicht lustig finde. Wow, der ist mir jetzt schon sehr sympathisch. Er ist direkt, offen, zeigt sich zwar nicht, will mit dem Internet nichts zu tun haben, aber er spricht das aus, was er denkt, feier ich unnormal. Sehr, sehr geiler Typ. Der erinnert mich ein bisschen an den alten Mäus. Es tut mir für dich sehr leid, was du da durchgemacht hast. Welcher Mann schlägt Frauen? Es gibt keinen Mann, der Frauen schlägt. Der dich geschlagen hat, der war kein Mann. Und du weißt ganz genau, dass das meine kleinen zwei Brüder genauso sehen. Leider haben eben meine Anrufe nichts gebracht. Das Einzige, was es gebracht hat, war mehr Lästern. Was meine ich damit? Immer wenn ich mit Anis gesprochen habe, was passiert jedes Mal nach ein paar Sekunden, nachdem wir telefonieren, schreiben oder irgendwas. Ganzes Tschetschenien weiß Bescheid, was wir gesagt haben, wie wir was gesagt haben, wann wir was gesagt haben, welche Witze gemacht wurden. Meine Mutter ruft mich sofort an und sagt mir, dass ich von der Mutter von Anis das und das und das gehört habe, dass ich für sie da bin oder dass ich irgendwelche Witze gemacht habe. Und weißt du, wie man sich fühlt in diesem Moment? Man fühlt sich so, als ob es sich gar nichts bringt. Und das hat auch leider nichts gebracht. Trotzdem aber, anstatt zu lästern und gar nichts zu tun, hättest du sofort zu der Polizei gehen sollen. Du hättest sehr einfach ein sehr friedlicheres Video machen können, wo du Menschen angreifst, die es auch verdient haben, angegriffen zu werden. Aber für dein behindertes, mit rosaroten Brillen verdecktes Online-Cringe-Influencer-Gehirn ist das Ganze wohl Fremdsprache. Bruder, das war untertrieben, was ihr mir geschrieben habt, wo ihr meintet, guckt dir das an, der zerstört sie. Er geht voll drauf, voll drauf. Ich dachte, er wird sie jetzt in Schutz nehmen. So wie sie über ihn gut geredet hat, wird er mäßig versuchen, bei ihr zu schleimen und zu sagen, ja, sie hat recht und ey, voll kacke alles. Aber er geht voll auf Konfrontation. Brutalst. Da bin ich gespannt, wie sie sich da rausreden will. Ich guck jetzt gleich auch am Ende des Videos, ob sie sich dazu geäußert hat. Per Instagram macht sie ja öfters. Hat sie auch bei Abu Julo und Malik gemacht, dass sie dann irgendwelche Stories postet. Bin echt gespannt. Sich selbst als das größte Opfer darzustellen, Wörter zu verdrehen und zu lügen. Weil wer sonst soll mit dir Mitleid haben? Im echten Leben etwa jemand? Soweit ich weiß, haben sehr Schwärme kein Gehirn und sind somit nicht empfindungsfähig. Stell dir mal vor, ich würde in diesem Video hier Folgendes erzählen. Weißt du noch, als du von zu Hause weggerannt bist und Ali... Oder was hat der da gerade mit Seeschwämmen gesagt? Wer wohnt in der anderen? Das ganze tiefe Meer, Mastak, Schwammkopf. Krasses Video bis jetzt, wirklich krass. Ihn verlassen wolltest und Ali dann deine Chatverläufe gesehen hat, wie du über ihn redest. Kurz danach habt ihr dann trotzdem aus irgendeinem Grund entschlossen, zusammen nach Deutschland zu ziehen. Und ihr habt für ein paar Tage bei mir zu Hause gelebt. Das war auch die Zeit, in der du mir sehr leid getan hast. Du hast nichts gegessen und deswegen sind ich und Alim oft zu McDonald's gegangen, um dir Essen zu holen, weil es irgendwie das Einzige war, was du essen wolltest. An einem Tag in der Früh, kurz bevor wir rausgingen, um dir Essen zu holen, hat dich Alim nett gefragt, ob du einmal bitte das Geschirr waschen könntest bei mir zu Hause. Ich habe dazu gesagt, dass es schon passt, sie soll sich bitte schonen und dass ich nie zu Hause was koche. Das kann man einfach so lassen. Doch Anis sagte mir, es ist kein Problem, macht sie natürlich gerne. Als wir dann zurückkamen, war das Geschirr nicht mehr im Waschbecken. Und ich habe mich bei ihr bedankt. Und sie hat den Dank stolz angenommen. Und Alim hat sich gefreut. Gleich am nächsten Tag, als sie dann ihre Sachen gepackt haben und die Wohnung verlassen haben, um nach Deutschland zu ziehen, musste ich feststellen, dass sie das ganze Geschirr einfach so in einem Schrank unter dem Ofen gestopft hat. Oder was kriege ich gerade hier für Cringe-Vibes? Ich versuche ruhig zu bleiben. Ich versuche einfach ruhig zu bleiben. Bruder. Ohne es zu waschen. Du musst dir das Ganze von meiner Perspektive vorstellen. Ich war schon immer ein Außenseiter in der Familie, da ich schon sehr früh von zu Hause ausgezogen bin. Ich habe schon lange mein eigenes Ding gemacht, ohne auf jemanden zu hören. Meine Mutter gibt mir bis heute oft teilweise oder ganz die Schuld, dass die zwei nach Deutschland gezogen sind, weil ich denen damals geholfen habe. Aber Mütter sind nun mal ebenso. Sie sind sehr emotional, was ihre Kinder angeht. Und das kann ich total verstehen. Es war mir egal, was man über mich sagt, solange ich den zwei helfen konnte, das war unwichtig für mich. Ja, ziemlich unnötige Geschichte, oder? Hat nichts im Internet zu suchen. Und ja, du hast recht, schön, dass du als Zuschauer so denkst. Aber weißt du, wer nicht so denkt? Anis scheint nicht meine Meinung zu sein. Nicht nur das, sie fügt noch extra Details hinzu und schreibt ihre eigene Fanfiction über meine verfickte Familie. Hier ist zum Beispiel noch eine Geschichte. Das eine Mal, als meine Freundin dir einfach so einen sehr nett gemeinten Ratschlag gab, wegen deinem Kind, was du dann natürlich wie immer ignoriert hast und dann Stories darüber gepostet hast, in denen du sagst, dass deine Mutter irgendeine Kinderärztin wäre und du
keine Hilfe benötigst von deinen Followern. Das war aber natürlich auf meine Freundin gerichtet. Und hier kommt das Beste. Egal, wie nett man zu diesen Menschen ist, egal, ob man nie einen Fehler bei denen gemacht hat, die werden trotzdem hinter deinen Rücken Scheiße sprechen. Weil es gibt ein Telefonat mit der Mutter von Anis, die im selben Atemzug darüber redet, wie Alim, mein großer Bruder, ein Drogenjunkie ist und mich dann erwähnt und sagt, dass ich eine Türkin als Frau habe. Ich verarsche euch nicht. Oder da kriege ich wieder diese miesen Vibes, ne? Dieses, ja, du musst mit Iranerin zusammenkommen, der Türke muss mit einer Türkin, der muss mit dem, der muss mit dem. Am Ende des Tages denke ich mir, wo die Liebe hinfällt, fällt sie halt hin. Bro, Hauptsache das Mädchen ist stabil, Hauptsache der Junge ist stabil, Hauptsache man versteht sich, man versucht sich nicht gegenseitig zu verarschen. Und ey, kein Mensch ist böse. Kein Mensch wird auch böse geboren. Es sind Missverständnisse nach Missverständnissen, verschiedene Ansichten zu Themen. Man spricht vielleicht aneinander vorbei, unterschiedliche Realitäten, in denen man lebt. Ja, nee, während der eine denkt, du bist der Böse, denkst du, der ist der Böse. Aus deiner Perspektive bist du gut, der ist böse. Aus seiner Perspektive ist er gut, du bist böse. Ihr versteht die Welt nicht mehr und lebt euch dann irgendwann auseinander oder habt Streit oder es eskaliert. Und es geht immer mehr zu Bruch. Und da ist es egal, ob du mit deinem Landsmann zusammen bist oder Landsfrau oder welche Nationalität auch immer. Solche Menschen gibt es wirklich. Ich habe euch zwar gesagt am Anfang, dass ich nicht über ihre Familie sprechen würde, aber eins muss gesagt werden. Das sind Menschen, die es gleichstellen, ein Drogenjunkie zu sein und eine türkische Freundin zu haben. So, dass es gleich schlimm für sie wäre, dass da irgendwas Falsches dran ist. Und jetzt würde ich mal gerne direkt wieder zu dir sprechen, Anis. Ich weiß, du schaust dieses Video. Das Lustige ist, ihr hasst euch gegenseitig so sehr. Und dennoch passt ihr auf eine abgefuckte und komische Art und Weise so gut zusammen. Einfach aus demselben Holz geschlitzt. Du wirst gerade mit schrecklichen Sachen beschuldigt und trotzdem findest du Zeit, den armen Abu anzugreifen. Und wenn das mal nicht eine Aktion ist, die Alim höchstpersönlich tun würde. In einem idealen Universum würde ich mir jetzt wünschen, dass Alim einfach seine verfickte Fresse hält und Content kreiert und aufhört, Drogen zu nehmen. Und für dich, Anis, würde ich mir echt wünschen, dass du dich einfach ausloggst von Instagram, von jeder verfickten Seite und deine Seele einfach heilen lässt, ob du es glaubst. Krass gesagt, vor allem der Punkt, was er darunter geschrieben hatte mit Knast etc. wegen Frauenschlägerei, auch ein sehr wichtiger Punkt, den man nicht vergessen sollte. Glaubst du denn nicht? Ich hasse dich nicht, du bist sehr wohl noch ein Teil meiner Familie und ich wünsche dir nur das Beste. Aber egal, was ihr tut, bitte führt eure kindischen Kämpfe unter euch aus. Das hat mit uns absolut gar nichts zu tun und das wisst ihr auch. Hallo, meine lieben Zuschauer. Ich wollte ein bisschen Senf auf das ganze Drama abgeben und auf die Verwirrung eingehen, was manche Menschen zurzeit haben. Punkt Nummer 1. Warum hat denn meine Mutter so viele Beweise gegen Anis und ihre Familie? Viele von euch denken, dass meine Mutter absolut alles aufgenommen hat, was gesagt und getan wurde. Und das stimmt nicht. Es gibt vieles, was davor passiert ist und was danach passiert ist, was nicht aufgenommen wurde. Das Ding ist, stell dir mal vor, jemand sagt, dass er bei dir einbrechen wird und dich zu Tode schlagen wird. Würdest du dich dann schlecht fühlen, die Kamera als Beweis auszuschalten oder zu der Polizei zu gehen? Ihr tut das Äquivalente, wie wenn Polizei dich verhaften würde, einfach weil du Beweismaterial hast, dass du geschlagen wirst, weil du ja davor schon wusstest, dass das passieren könnte. Nichtsdestotrotz musst du eine besondere Art von Mundatmer sein, um zu denken, dass das Video von Anis kein gezielter Angriff auf meine Familie war. Ich denke nun wirklich nicht, dass sie die Sachen wirklich meint oder glaubt, was sie sagt. So wie immer ist sie von einem Manipulator zu den anderen gegangen. Oh Junge, da ist so viel Real Talk drin, vor allem der Spruch mit Mundatmer. Ihr wisst ja, Mundatmer sind diejenigen, deren Kinn ganz weit hinten ist, null ausgeprägt, die haben nicht diese Jawline, die haben nicht diese stabile Muskulatur hier am Kiefer und haben so ein komisches Gesicht, wie hier dieser Let's Hugo oder wie der heißt, dieser Hugo, It's Hugo oder Let's Hugo, keine Ahnung wie der heißt, mit seinem Bruder Tobi. So, das ist ein Mundatmer, das ist eine Art Beleidigung, weil man aus dem Mund atmet und so eine komische Fresse hat, so einen kleinen Kiefer, dass man eine Lusche ist, so diese Mainstreamer, Vogue-Bubble und hast du nicht gesehen. Allein dieser Spruch war schon lustig, so erinnert mich wieder an den alten Mois, plus das, was er danach gesagt hat, von einem Manipulator zum nächsten, dass sie gerade wieder gelenkt wird, von hinten gesteuert. Vor war es Alim und jetzt ist es ihre Familie, die sie ausnutzt. Ich und niemand von uns behauptet, dass wir perfekt sind. Wir sind in keiner Lage, Videos wie Anis hochzuladen und grundlos die Beziehungen, die wir miteinander haben, noch schlimmer zu machen, als sie bereits schon sind. Aber das Absurde ist, dass es überhaupt dazu instande gekommen ist, dass ein Haufen Krimineller, die uns von Anfang an mit Mord drohen, eine verletzte Frau, die nichts im Leben hat außer ihre Kinder, dafür ausnutzt, im Internet ihre Ärsche sauber zu machen. Ihr, meine lieben Zuschauer, wurdet für dumm verkauft und ihr isst die Scheiße, die man euch schön auf dem Teller serviert, ohne zu fragen auf. Und ich sage euch nur zu, juckt mich nicht viel. Ich bin der Meinung, dass Religion absolut nichts im Internet verloren hat, weil es nun mal ein sehr dreckiger Ort ist. Ich behalte meinen Glauben bei mir im Herzen und rede darüber sehr selten. Aber ich denke mal, ihr wisst Bescheid, dass ihr euch selber keinen Gefallen damit getan habt, nach all den Sachen, die gesagt wurden. Das war jetzt an die ganzen NPCs gerichtet, die von einer Seite auf die andere springen. Hört bitte auf, Anis anzugreifen oder Abo oder irgendjemanden. Damit schadest du nur dir selbst. Jetzt mal wieder zu Anis. Bitte konzentrier dich mal auf das eigentliche Problem hier. Es ist echt traurig, dass du die Tatsache, dass du von deinem Mann geschlagen wurdest, dafür
ausnutzt, um eine arme, alte, gebrechliche Frau anzugreifen. Und aus irgendeinem Grund auch Abu. Wegen Menschen wie dir wird man Opfern von häuslicher Gewalt und Schlimmeren in der Zukunft nicht hundertprozentig vertrauen. Du ziehst das, was dir Alim angetan hat, ins Lächerliche und gibst Arschlöchern, die Frauen hassen, Munition, dich und andere Frauen, die sowas durchgemacht haben, anzugreifen und ins Lächerliche zu ziehen. Jetzt gerade ist eine Zeit, wo absolut jeder auf deiner Seite sein sollte. Und ich finde es sehr schade, dass für fast jeden die Tatsache viel wichtiger ist, dass sich unsere Familien nicht vertragen, als dass Alim ein Krimineller ist, im Knast sein sollte, weil er dich geschlagen hat. Und jetzt wollte ich noch kurz über meine Nichte reden. Hat er schön gesagt, muss man hier an der Stelle erwähnen. Aber es wurde natürlich auch thematisiert, dieser Punkt mit, dass er sie geschlagen hat. Auch viele andere Punkte wurden thematisiert. Er ist ja in sehr vielen Bereichen über die Stränge geschossen. Trotzdem haben die Leute sich größtenteils auf ihre angebliche Fremdgeherei fokussiert und konzentriert, wie auch den Familienbeef, der Familienfehde zwischen beiden Familien. Normalen Menschen unter euch, die es gerne wissen würden, einfach aus Interesse, aber auch realisieren, dass man dazu keine Antwort geben kann, die zugleich wahr ist und auch das arme Mädchen nicht verletzen würde, falls sie das Video mal sieht. Zu euch sage ich, es geht euch absolut gar nichts an. Und ich denke mal, das akzeptiert ihr auch, weil ihr keine Wahnsinnige seid. Und jetzt kommt die ehrliche Antwort. Jeder, der obsessed ist mit einem kleinen Mädchen, das rein gar nichts mit irgendwas zu tun hat, wird jetzt höchstwahrscheinlich sehr glücklich sein. Damals wollten Alim und seine Frau einfach einen Neuanfang. Alim wollte mit dem Ganzen nichts zu tun haben und ihre Mutter wollte auch mit dem Ganzen nichts zu tun haben. Beide Seiten hatten ihre eigenen Pläne. Auf dieser Welt gibt es sehr viele unterschiedliche Menschen und es geht uns ehrlich gesagt nichts an, solange es dem Kind gut geht. Dem kleinen Mädchen geht es so übertrieben gut, dass wir oft kritisiert werden, dass wir ihr zu viele Spielzeuge kaufen, die ihr zu viel Aufmerksamkeit geben. Macht ihr keine Sorgen, sie hat ein wundervolles Leben. Die einzigen, die gegen ihre Mutter und ihre Familie was haben, sind die Familie von Anis selbst. Für Menschen wie euch aber, die extrem scharf drauf waren, ein Kind im Internet eine Message zu geben, dass sie niemand wollte, gibt es einen besonderen tiefen Platz in der Hölle. Und ich hoffe, du wirst diese Information immer im Kopf behalten, jedes Mal, bevor du schlafen gehst. Und zu guter Letzt kommen wir zu dem Rest. Alles, was über Abu gesagt wird, meine Mutter, über Alim, was Alim sagt und Menschen, die sagen, aber Alim hat es doch bestätigt, dies, das, bla bla bla. Naja, zu der Tochter von Alim, zu der ersten, haben wir uns auch nicht großartig geäußert, außer, dass es mir sehr, sehr weh tat und sehr, sehr weh tut, dass sie damit reingezogen wurde. Sie ist minimalst älter als meine süße kleine Maus, die da hinten gerade liegt. Und bei so einem Ding kriegt ihr mich. Ey, wir wünschen ihr nur das allerbeste. Leider Gottes ist nicht jedes Kind damit gesegnet, vernünftig in einer Standardfamilie aufzuwachsen. Vater, Mutter, Kind, glücklich. Dieses Glück hat sie leider auch nicht. Trotzdem gebe ich mein Bestes für sie. Und ich denke, so wie der Adam das gesagt hat, wird es ihr sehr, sehr gut gehen. Genauso wie es auch meiner Tochter sehr, sehr gut geht. Von daher direkt zum nächsten Punkt. Hier die simple Antwort. Das sind Menschen, die seit Jahren Fake Real-Life-Stories auf YouTube laden und davon profitieren. Das sind sehr gute Lügner. Jeder, der sie kennt, weiß, dass das so gute Lügner sind, dass sie fast ihren eigenen Lügen glauben. Heutzutage wahrscheinlich schon 100%. Du möchtest Beweise, dass jemand etwas nicht getan hat, womit er beschuldigt wurde, die wurden dir gegeben. Was man eigentlich nicht mal tun sollte. Hier nur ein kleines Beispiel. Es ist ihr Wort gegen Abus Wort. Man ist unschuldig, bis man Beweise hat, dass jemand schuldig ist. Stell dir mal vor, ich würde jetzt einfach so sagen, dass viele von ihren Haustieren von ihr selbst getötet wurden. Oder herzlos einfach so vor die Tür gesetzt wurden. Muss sie beweisen, dass es nicht stimmt? Nein, das muss sie natürlich nicht beweisen. Das ist einfach eine Aussage von mir. Und damit kann sie sich ihren Arsch abwischen. Aber diese Logik sagt euch wohl nicht viel. Und hier nochmal zusammengefasst für die extra dummen Menschen. Sie lügen. Ja, kurzes und knappes Statement vor dem Adam. War sehr, sehr interessant, muss man hier sagen. Ich glaube, Anis wird ein wenig überrascht sein. Aber ihre Aussagen waren dennoch, meiner Meinung nach, sehr kalkuliert in ihrem Statement. Weil man merkt bei dem Adam, der Typ ist nicht dumm. Er weiß, wie man redet. Er kann Wortwitz reinbringen. Lässt sich aber auch nicht verarschen und blickt hinter die Kulissen. Er weiß, was da abläuft und was ihre wahren Intentionen waren. Und er hat mit Sicherheit auch mehr Informationen wie unser eins, die nicht involviert sind in dem Ganzen. Und sie dachte sich, ey, der Typ ist zu schlau, er könnte zu gefährlich werden. Ich werde ihm Honig ums Maul schmieren in der Hoffnung, dass er sich nicht äußert und sich nicht einmischt in diese Thematik. Naja, falsch gedacht, er hat sich eingemischt, er hat das ganze Konstrukt durchschaut und da habt ihr jetzt den Salat. Ich bin mal gespannt, wie sie versucht, sich da rauszureden. So, und ich habe jetzt mal nachgeguckt, Anis hat sich diesbezüglich nicht geäußert. Hatte ich mir schon beinahe gedacht. Vielleicht kommt es noch morgen oder die Tage. Ich denke mir aber, sehr, sehr wichtiges Statement, um noch mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr dieses Video sehen werdet. Passt auf euch auf, bis zum nächsten Video und ciao!